Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, ich freue mich sehr darauf, diese Bücherwoche zu drehen, denn mir geht es wirklich wieder relativ gut. Man hat ja immer noch so ein bisschen die Befürchtung, wenn es einem ein, zwei Tage gut geht, dass irgendwo geht es gleich wieder los. Aber ich merke richtig, dass mir das Einrenken letzte Woche beim Orthopäden sehr, sehr gut gefallen hat und auch all die anderen Anwendungen, die ich jetzt habe und Übungen, die ich sozusagen erklärt bekomme, dass mir das wirklich gut tut und ich jetzt wirklich mal so zwei Tage hatte, wo ich dachte, okay, alles ist da, wo es hingehört, alles ist gut und ich werde auch ab Montag wieder ins Büro gehen und ich freue mich drauf, zum einen natürlich einfach wieder am normalen öffentlichen Leben teilhaben zu können. Ich freue mich natürlich auch darauf, dann wieder Freunde vermehrt zu treffen. Natürlich gab es den ein oder anderen Krankenbesuch, aber es ist immer was anderes. Ich freue mich auch, liebe Kollegen wieder zu treffen, uns da wieder ein bisschen auszutauschen und einfach irgendwie wieder normal weiterzumachen. Das klingt immer so merkwürdig und man denkt da ja so ein bisschen drüber nach, aber das ist wirklich so, dass man merkt, ja, irgendwie krank zu Hause ist halt kein Urlaub. Ne? Das ist definitiv einfach so. Lesetechnisch lief es aber doch ganz gut. Ich habe in der Krankenwoche, über die ich ja jetzt spreche, was ja letzte Woche war, natürlich noch kein echtes Buch lesen können, bis auf eine Ausnahme, unser Leseclub-Buch, was wir dann auch beendet haben. Alles andere waren Hörbücher und auch E-Books. Und es gab auch ein bisschen serientechnisch was und ich habe auch eine kleine Vorankündigung, was am Montag für ein gemeinsames Leseprojekt startet. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mal mit den Büchern der Woche an. Als erstes beendet habe ich in der Woche Fallende Stadt von Lauren De Stefano. Ein Buch, das ich schon mega spannend fand, als ich es im Grunde bei den Neuerscheinungen entdeckt habe. Es ist eine Trilogie, wo auch die anderen Teile sehr schnell hintereinander kommen werden. Der zweite Teil ist schon bei mir eingezogen und der dritte Teil folgt dann, glaube ich, sogar schon im Juni. Also es ist wirklich sehr, sehr rasant, wo diese Trilogie abgeschlossen wird. Dann haben wir im Leseclub die Wahrheit über den Fall Harry Quibert gelesen von Joel Dicker. Habe ich ja in der letzten Woche schon gesagt, dass wir diesen lesen und das war auch tatsächlich so das Einzige, was ich in einem echten Buch lesen konnte und ich habe in der letzten Woche wirklich noch so gemerkt, nach den 40, 50 Seiten, ja, es hat dann tatsächlich auch gereicht. Aber wir haben ihn beendet und wie ich ihn fand, folgt dann natürlich später. Dann habe ich gehört aus der Cain und Abel Serie den zweiten Teil von Jeffrey Archer, Abels Tochter. Da habe ich tatsächlich eigentlich das Hörbuch hier rumliegen als echtes Hörbuch. Aber irgendwie liegt es irgendwo, wo ich es gerade nicht finde. Denn ich habe es vom PC natürlich aufs Handy und eigentlich müsste es in der Nähe des PCs liegen. Aber es ist irgendwie verschutt gegangen. Von daher, ja, müsst ihr euch das jetzt einfach hier eingeblendet angucken. Und dann habe ich gelesen Immerwelt, der Anfang von Gina Showalter. Ein Buch, das mir vorab zur Verfügung gestellt wurde und auf das ich sehr, sehr gespannt war. Und ja, wie es mir dann gefallen hat, dazu dann natürlich später mehr. Wir beginnen aber mit Fallende Stadt von Lauren De Stefano. Ihr findet unten in der Infobox wieder alle möglichen Informationen zu den Büchern. Der zweite Teil erscheint jetzt, glaube ich, Mitte der kommenden Woche. Ich habe es jetzt in der Jetzt-Woche sozusagen schon erhalten und der dritte Teil erscheint dann auch im Juni. Und ich muss ehrlich sagen, ein kleines, großes Highlight für mich. Mir hat Fallende Stadt unglaublich gut gefallen. Das kann man schon mal vorneweg, erzählen. Wir haben hier nämlich Jugend, Science-Fiction, Dystopie, irgendwie so ein bisschen sowas und eine Mischung, die mir so im Jugendbuchbereich sehr, sehr selten untergekommen ist. Natürlich ist eine Dystopie immer eine Science-Fiction-Story, aber theoretisch spielen ja diese Jugendbuch-Dystopien oft in der Welt, die unserer sehr ähnlich ist. Und hier sind wir eben auf dem Planeten Internet und dieser Planet schwebt über der Erde. Was ich schon eine geile Idee finde und eine geile Vorstellung und die von der Autorin auch wirklich sehr
toll rübergebracht wurde. Ja, auf diesem schwebenden Planeten treffen wir auf Morgan, die irgendwas zwischen 16, 17 Jahre jung ist und die ist bereits verlobt. Denn dieses System wählt im Grunde die Partner sehr jung aus und so wissen Morgan und ihr Verlobter schon relativ früh, dass sie irgendwann heiraten werden, dass sie irgendwann einen Antrag auf Kinder stellen dürfen und man weiß eben in dieser Zukunftskonstellation auch schon, wann man sterben wird. Das ist immer so ein Thema, was ich sehr gruselig finde, aber das gibt es ja öfter in so dystopischen Science-Fiction-Geschichten. Wir haben den Bruder Lex, der eine sehr große Nebenrolle einnimmt in der Geschichte, denn er ist jemand, der vom Planeten gesprungen ist und da gilt man so ein bisschen als verrückt und wird ein bisschen abgegrenzt in der Gesellschaft, was aber seiner Schwester Morgan so gar nicht wirklich stört, denn auch die Schwägerin Alice steht zu ihrem Mann, steht zu dieser Familie und da sie sehr nah beieinander wohnen, erfährt man hier eben auch so ein bisschen was aus einer anderen Bewegung sozusagen auf diesem Planeten. Und dann haben wir noch Morgans beste Freundin Pen, die ich auch sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Überhaupt sind es sehr realistisch gestaltete Charaktere, die natürlich für Jugendliche sehr typisch handeln, aber wir haben dann natürlich auch ein bisschen die Erwachsenen und dieser Ausgleich, den fand ich unglaublich gelungen und hat mir wirklich sehr viel Spaß gegeben. Ja, wir haben neben dem, dass eben der Partner vorgegeben wird, haben wir eben auch die Regelung, wann wird gestorben, wann wird geheiratet. Auch es gibt natürlich auch so Babylisten, wann darf man ein Kind bekommen, nämlich in der Regel nur dann, wenn auch jemand gestorben ist. Und es gibt eben so allerlei andere Regeln, die vorgegeben werden, die für Morgan und ihre Freunde und auch Familie mehr oder weniger sinnvoll sind, die es eben nicht anders kennen. Es geht natürlich darum, den Planeten in der Ferne oberhalb der Erde, die man eben auch von diesem Planeten aus sieht, anders zu gestalten, den Planeten Intermet eben friedvoll zu gestalten, dass es eben nicht dazu kommt, was auf der Erde eben so passiert, dass da ja im Grunde die Ressourcen verbraucht sind, die Menschen gegeneinander Krieg führen, das möchte man nicht und deswegen gibt es eben diese extreme Ordnung auf diesem Planeten. Allerdings hat der König auf diesem Planeten doch nicht alles unter Kontrolle, denn es gibt eine Untergrundbewegung, die eben der Meinung ist, es läuft nicht alles so toll, wie es uns erzählt wird und wenn da einfach Menschen verschwinden, kann irgendwas nicht passen, die dann eben doch den Weg eher nach unten richten auf unsere Erde und überlegen, ja, was könnte der Grund sein, warum wir hier oben schweben und die Erde hier unten ist. Und auf diese Reise, auf diese Suche begeben wir uns mit Morgan und das alles in einer mega geil erschaffenen Welt. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Mir hat diese Welt unglaublich gut gefallen. Diese Idee mit diesem Planeten, der über der Erde schwebt, auf dem man alles besser machen möchte. Und natürlich sind wir alles nur Menschen, auch die da oben sozusagen sind nur Menschen. Und wo halt Menschen sind, funktioniert eben ein echtes System. Also, Kapitalismus ist gut, wenn er zu 100% funktioniert. Selbst der Kommunismus könnte gut sein, wenn er zu 100% funktioniert. Aber überall, wo Menschen sind, funktioniert es eben nicht zu 100%, weil wir eben Menschen sind. Es ist ja auch gut so. Aber so ist das natürlich hier auf diesem Planeten auch. Die Gedanken, wie das Leben zu funktionieren hat, sind auf den ersten Blick gut. Aber es gibt natürlich immer, was für den einen ein Vorteil ist, für den anderen ein Nachteil. Und das erfahren wir hier doch sehr gut in Morgans Umfeld. Und ich fand sie auch für ihre 16, 17 wirklich schon sehr interessant, ist sehr schon ein bisschen älter wirkend. Sie hat richtige Fragen zur richtigen Zeit gestellt, hat sich manchmal auch total verrannt, gar keine Frage. Aber ich mochte Morgan als Hauptcharakter sehr, sehr gerne. Es war mal wieder eine sehr starke, taffe, in den richtigen Momenten schwache, also für sich schwache, also nicht für mich, sondern für sich schwache Protagonistin, die eben auch Schwäche gezeigt hat an den richtigen Stellen. Und sowas mag ich unglaublich gerne, dass man eben sagt, die hat auch Gefühle und leidet dann eben einfach mal, weil ihr irgendwas passiert. Und ich mochte eben auch die Nebencharaktere, begann vom Freundeskreis, von Penn, von ihrem Bruder Lex, von der Schwiegerin, von den Eltern, von den Menschen, den wir so kennenlernen. Das war alles sehr, sehr bildhaft erzählt, man hat Gesichter von Augen, man hat die Charaktere, reden gehört im Kopf und es war sehr lebendig, es war sehr modern, es war schnell erzählt und ja, diese Welt war einfach so greifbar. Sie hat sich so echt angefühlt und überhaupt nicht nach Science Fiction. Es war vieles so selbsterklärend, manches wurde einem natürlich erklärt als Leser, anderes
war so da und es hat gepasst. Und ich finde, das hat Lon De Stefano wirklich grandios gemacht und mich wirklich hier mit einem Highlight überrascht. Ich hatte es gehofft, ich hatte es erwartet, und als es dann eintrat und ich in dieser Sogwirkung drin war und es weggesuchtet habe, hat es mir wirklich unglaublich gut gefallen und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Lesespaß gebracht. Und ich bin jemand, der schon viele Dystopien gelesen hat, Jugendbuch-Dystopien, auch Jugend-High-Fantasy-Romane, und gerade in letzter Zeit, was sich dann bei einer anderen Geschichte zeigen wird. Und ich dachte eigentlich so, ja, mich überrascht man vielleicht nicht mehr, aber hier hat man mich überrascht. Und ich freue mich jetzt schon, dass der zweite Teil da ist. Und ich denke mal, dass ich den dann jetzt in der nächsten, übernächsten Bücherwoche auf jeden Fall lesen werde. Für mich in der nächsten Woche, für euch dann in der übernächsten zu sehen sein wird. Und ich bin da mega gespannt. Und wie das weitergeht, was es ja mit diesem System auf sich hat. Und dann bin ich natürlich froh, dass auch der dritte Teil relativ zeitnah, ich glaube Ende Juni erscheinen wird und man dann auch wieder nur so 6 Wochen warten muss, bis man ja diese Reihe beenden kann. Und ich finde, so müssen Trilogien, in solchen Abständen müssen die erscheinen, einfach nah beieinander, sodass man ja im Grunde nichts vergisst und im Gefühl drin bleibt und im Feeling drin bleibt. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr großartig, wirklich absolute Empfehlung, hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ein Buch, über das ich lange zwiegespalten war, war von Joel Dicker, Die Wahrheit über den Fall Harry Quibea. Ein Buch, das wir im Leseklub gelesen haben. Wir vom Leseklub haben ja komplett vergessen, bei der Buchmesse das Aprilbuch abstimmen zu lassen und haben dann eben gesagt, Mensch, das würden wir alle 3 von 4 mehr oder weniger gerne lesen, und waren dann auch mehr oder weniger natürlich aktiv in dem Leseklub und haben uns dann für dieses Buch entschieden. Ich selbst habe es ja, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe mich gefreut, dass ich es jetzt gemeinsam im Austausch mit euch lesen konnte. Ihr findet den Leseklub immer unten in der Infobox, wenn ihr da interessiert seid. Das Mai-Buch steht auch schon fest, guckt da einfach mal vorbei. Ja, Die Wahrheit über den Fall Harry Quibea ist, glaube ich, eigentlich nicht der Debütroman von Joel Dicker. Soweit ich weiß, oder doch, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder war es sein zweites Buch und bei uns nur das erste Buch, was verfasst, also veröffentlicht wurde? Nagelt mich hier nicht fest. Es gab viel Schwärmerei über dieses Buch und ich würde es ja als eine Mischung aus Roman, Krimi irgendwie beschreiben, denn wir lösen hier über eben den Fall über Harry Quibea. Denn wir treffen auf Marcus, einen Autor, ein erfolgreicher Autor, der ein geiles Debütroman hingelegt hat, einen geilen Debütroman hingelegt hat, so endet der Satz. Und Harry Quibea lebt in einem Dörfchen namens Aurora an der Ostküste der USA. Und er ist im Grunde so ein bisschen der Mentor, vielleicht auch so ein bisschen die Vaterfigur von Marcus. Marcus hat eine Schreibblockade und fährt eben nach Aurora und erfährt dort von der großen Liebe von Harry Quibea. Und als diese dann als Skelett im Vorgarten gefunden wird, nach 33 Jahren des Verschwindens, gilt es zu klären, was ist hier wirklich passiert. Ist Harry Quibea der Mörder von Nola, oder was hat es mit dieser Liebesgeschichte auf sich? Denn Harry und Nola hat, glaube ich, 20 Jahre getrennt oder 15 Jahre, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Sie war nämlich ein junges Mädchen und er eigentlich schon ein gestandener Mann, und das sollte und darf natürlich eigentlich auch nicht so richtig sein. Und Marcus beginnt eben so ein bisschen diesen Fall aufzurollen und die Leute in Aurora zu befragen, und dort natürlich trifft er auf das ein oder andere Bienennest, und wie es natürlich in so einem Vorort ist, ist das alles nicht immer so einfach. Das klingt jetzt irgendwie nach gar keiner so spektakulären Geschichte, sie ist es aber. Also die Geschichte, die Idee war sehr, sehr gelungen von Joel Dicker. Wie er die Geschichte gesponnen hat, fand ich auch grandios, und ich mochte, wie er Wörter zu einer Geschichte zusammenbringt. Schreiben kann der Mann, das kann man ihm überhaupt nicht abstreiten. Ich finde, er wählt so tolle Worte, so bildhafte Beschreibungen über Gefühle, über die Umgebung, über die Charaktere, dass man wirklich den Eindruck hat, man kennt gefühlt jetzt jeden in Aurora. Allerdings muss man sagen, er hat diese Charaktere schon sehr überzeichnet. Man hat das Gefühl, es ist ein total dummes Nest, wo nur dumme Menschen leben, die klischeebehafteter gar nicht sein könnten und die nicht mal bis 3 irgendwie was an der Hand abzählen könnten.
Das ist einem irgendwann leider total auf den Keks gegangen. Ich fand es manchmal schon zu viel der Dummheit und dachte, ach, so doof können doch diese 20 Bewohner alle überhaupt nicht sein. Und wie kann man nur so handeln? Also egal, von Müttern angefangen, über Väter, über die Jugendlichen, die dann später die Erwachsenen waren. Manchmal hat man sich echt so Augen gerollt und gedacht, oh meine Güte, wie strunzdoof sind die denn? Man weiß jetzt natürlich nicht, ob Joe Dicker das an echten Vorbildern angepasst hat, ob er einfach diese Überzeichnung wollte, der extrem dummen, naiven Amerikaner. Joel Dicker ist ja, glaube ich, Schweizer, wenn ich mich jetzt nicht ganz so täusche. Oder war er Kanadier? Nein, also es wurde ja aus dem Französischen übersetzt. Und ich bilde mir ein, Joel Dicker war Schweizer. Aber ich bin mir jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr so sicher. Ja, ich schlecht recherchiert. Aber es ist eben übersetzt aus dem Französischen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Da stand nämlich, glaube ich, von drin. Da haben wir uns auch noch drüber unterhalten, wie man denn jetzt, ja, aus der französischen Originalausgabe, genau. Weil wir noch überlegt haben, wie man jetzt Harry Quebec, wie auch immer, ausspricht. Harry, wie auch immer. Joel, wie auch immer. Darüber haben wir nämlich noch gesprochen. Und ja, die Charaktere waren an mancher Stelle schon fast unerträglich doof. Man muss es ehrlich so sagen. Auch Marcus war, unser Protagonist, war an mancher Stelle ein echter Jammerlappen. Und ich hätte mir oftmals gewünscht, dass seine Mutter ihn öfter anruft und ihn so einen Arschtritt gibt. Also die Mutter war wirklich super sympathisch, hat mich ein bisschen an eine Mischung aus den Golden Girls erinnert hat mich auch zum Lachen gebracht. Und diese Mischung aus geilem Schreibstil, cooler Idee, merkwürdigen Charakteren, da ist irgendwas entstanden, was in meinem Kopf gefühlt auch noch nach einer Woche nicht zusammengeht. Denn ich bin mir immer noch unschlüssig, ob das jetzt ein absolutes Meisterwerk ist oder nicht. Das klingt jetzt so total doof, denn es war wirklich gut. Es hatte eine Sogwirkung. Ich habe dann auch am Ende, glaube ich, mal 3-4 Leseabschnitte zwischendrin mal weggelesen. Wie es mir halt dann so ging, gerade mit dem Buch, ne, weil ich musste es ja festhalten. Und es hatte schon was. Es hatte Sogwirkung, man wollte wissen, wie es weitergeht. Für mich war das Ende nicht gelungen. Mir hat es die Auflösung nicht gefallen. Die war mir auch ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Und ja, das fand ich ein bisschen schade. Es war irgendwie gut. Und wie ihr merkt, ich bin mir da tatsächlich unschlüssig. Denn ich mochte wirklich den Schreibstil von Joel Dicker. Ich finde, das hat er unglaublich gut gemacht. Aber auch die Idee, aber so die Umsetzung, irgendwie, das war irgendwie nicht meins. Und eben auch so diese Charaktere, die mich wirklich aufgeregt haben. Und als danach 300 Mal Nola genannt wurde, dachte man, wenn jetzt noch einer Nola sagt, dann flippe ich aber aus. Also es, so meine Gedanken dazu, die einfach sehr gemischt sind und diesem Buch eben auch irgendwie eine gemischte Bewertung geben. Denn es war spannend, es war interessant, es war auch gut geschrieben und ich mochte es, wie Joel Dicker das so beschreibt und rüberbringt. Aber er hat für meine Begriffe eben auch an mancher Stelle viel zu sehr übertrieben, viel zu viele Klischees hochgeholt. Und auch wenn er alles irgendwie logisch zusammengebracht hat, war es mir manchmal einfach zu viel. Ich werde, denke ich, von Joel Dicker auch noch das zweite Buch lesen, das es gibt. Das ist doch dieses der Baltimores und daraus kennt man ja wohl auch schon manche Geschichte. Genau, die Geschichte der Baltimores. Und auch hier kennen wir eben schon Leute aus Henry Quebert. Und da bin ich eben auch sehr gespannt drauf. Also, ja, es ist nicht so, dass ich jetzt denke, oh mein Gott, schrecklich, das nicht. Es ist ein gutes Buch. Mit tendenziell zu sehr gut, aber eben auch Wirrungen, wo ich denke, was wollte er mir damit sagen? Ja. Aber der Austausch hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen im Leseklub und ich habe auch ein paar Dinge hier markiert. Ja, hier heißt es zum Beispiel sehr schön, er ist ein Mensch und Menschen haben ihre Dämonen. Jeder von uns. Die Frage ist nur, wie viel man diesen Dämonen durchgehen lässt. Zum Beispiel. Das macht mich wirklich, finde ich wirklich großartig. Oder hier haben wir, in unserer Gesellschaft bewundert man die Menschen am meisten, die Brücken, Wolkenkratzer und Imperien bauen. Dabei sind die großartigsten und bewundernswertesten in Wirklichkeit diejenigen, die auf die Liebe bauen. Ein größeres und schwierigeres Unterfangen gibt es nämlich nicht. Und das meine ich mit, dass er das geil kann, ne, Joel Dicker. Und hier haben wir noch,
Halten Sie die Liebe in Ehren. Machen Sie sie zu Ihrer schönsten Errungenschaft, zu Ihrem einzigen Ziel. Nach den Menschen kommen andere Menschen. Nach den Büchern kommen andere Bücher. Nach dem Ruhm kommt anderer Ruhm. Nach dem Geld kommt anderes Geld. Aber nach der Liebe bleibt nur das Salz der Tränen. Parallel dazu und vorher, nachher habe ich dann ein bisschen Hörbuch gehört, nämlich den zweiten Teil der Cain und Abel Serie Abels Tochter von Jeffrey Archer. Und nach der Clifton-Saga, die jetzt fast vollständig ist, es fehlt glaube ich nur noch der sechste Teil, dann ist sie endlich da und mein, habe ich mich natürlich darüber gefreut, dass die neue Reihe, also es ist ja keine neue Reihe, sondern eine neu überarbeitete Reihe, die bereits aus den 1970er Jahren ist, dass ich damit einfach weitermache. Mir war ja nach Jeffrey Archer und ich fand den ersten Teil ja auch sehr, sehr gelungen, Cain und Abel. Und mir hat ja das Hören wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es für mich nicht an die Clifton-Sage herangekommen ist, hat Jeffrey Archer aber auch einen Stil, der einen einfach mitreißt. Es ist jetzt keine hochtrabende Literatur, aber ja, es nimmt einen so mit und man gewinnt die Charaktere lieb und die Umgebung und man ist so in einer anderen Zeit und bekommt da eben so ein bisschen Geschichte mit. Und das gefiel mir eben auch an der Cain und Abel Reihe, denn da fängt ja die Geschichte Anfang 1900 an und zieht sich hier im Grunde durch. Und ich habe jetzt hier als Rezensionsexemplar vom Verlag die gekürzte Fassung gehört, in der umgerechnet in etwa 100 Seiten fehlen. Ich verstehe diese gekürzten Fassungen tatsächlich immer nicht so, weil ich mir manchmal denke, wenn man eh die Komplettfassung hat, warum bringt man dann auch noch eine gekürzte raus? Weil auf Audible zum Beispiel ist die ungekürzte Fassung und man fragt sich, warum man im Grunde zwei verschiedene Fassungen dann braucht und hat. Aber gut, ich glaube nicht, dass ich in den 100 Seiten etwas verpasst habe. Denn ich muss dazu sagen, der zweite Teil hat mir nur so okay gefallen. Denn der zweite Teil hat sehr, sehr viele Wiederholungen zum ersten Teil. Man stelle sich ja bei der Clifton-Sage vor, dass man 7 Teile hat und in etwa, sage ich jetzt mal, 70 Jahre der Geschichte folgt. Das heißt, jeder Band umgibt in etwa 6 bis 8 bis 10 Jahre. Und in dieser Zeit lernen wir alle Protagonisten so kennen, alle Charaktere, die erzählen etwas, was in ihren 10 Jahren passiert ist. Und so wachsen wir mit. Natürlich verlassen uns manche Charaktere, es kommen neue dazu. Und so verfolgen wir immer ein paar Perspektiven und die erzählen uns etwas zu der Zeit, zu ihrem Leben. Bei Cain und Abel, beim ersten Teil war es ja wirklich so, dass wir eben William Cain und Abel verfolgen und das eben von Anfang bis zum Ende. Also der erste Teil umfasst im Grunde, keine Ahnung, 60, 70 Jahre. Irgendwie so. Und das fand ich schon etwas schade, weil man das Gefühl hatte, man verpasst sehr viel dazwischen. Und es eben sehr eingeschränkt auf diese beiden Perspektiven war, was ich auch ein bisschen schade fand. Bei Abels Tochter, die wir ja schon aus dem ersten Teil kannten, springt die Geschichte eben 1900 und ein paar 30 rein und erzählt lange Zeit die gleiche Geschichte, die wir schon aus Band 1 kennen. Natürlich aus ihrer Perspektive. Zusätzlich kommt ein bisschen der Vater, kommt der Mann, es kommen verschiedene Perspektiven zu. Aber die Hauptgeschichte ist eben Florentina. Und da überschneiden sich eben sehr viele Jahre, sehr viele Ereignisse, sehr viele Dinge, die wir natürlich schon kennen. Und es war manchmal tatsächlich so, dass Passagen gefühlt Wort für Wort erzählt wurden, wie aus dem ersten Teil. Und das fand ich sehr, sehr schade und war da wirklich sehr enttäuscht, bis es dann irgendwann in der Mitte soweit war und wir einen neuen Erzählstrang sozusagen aufgemacht bekommen haben, als dann eben wirklich nur Florentinas Geschichte uns erzählt wurde. Und ich fand es halt wirklich so schade, dass so viele Wiederholungen waren, weil ich denke, man hätte es eben einfach so lösen können, wie wir es bei der Clifton-Saga gemacht haben, dass eben die ersten 30 Jahre den beiden Männern allein gehört und dann kommen die Perspektive aus Teil 2 und das zweite Buch ist dann meinetwegen, also irgendwo und setzt irgendwo in der Mitte wieder an und erzählt dann die Geschichte weiter. Ich fand es sehr, sehr schade. Es war anfangs so ein bisschen, wo man dachte, ja, kenne ich schon, weiß ich schon, ich weiß, wie das ausgeht. Und auch wenn Jeffrey Archer schreiben kann, und für mich kann er das wirklich, er kann diese Familiengeschichten, er kann Charaktere zeichnen, er kann Geschichtliches einbinden, Politisches einbinden. Es ist manchmal eine Spur zu politisch. Das fand zumindest ich, wo ich denke, ja, wenn man keine Ahnung vom amerikanischen Polizsystem der 40er Jahre hat,
na, wird das immer ein bisschen ungreifbarer. Aber wir treffen hier auf John F. Kennedy und sind so bei mancher Präsidentenwahl dabei. Und eben auch Florentina ist da sehr engagiert. Und ja, das ist natürlich großartig gemacht. Und deswegen verliert die Geschichte eben auch nicht ihren Reiz. Und auch wenn man am Anfang immer so ein bisschen denkt, oh, kenne ich schon, kommt eben irgendwann der Punkt, wo man es nicht kennt. Und dann wird die Geschichte großartig. Also man muss halt diesen Punkt abpassen, wann die Wiederholungen aufhören und das Neue im Grunde kommt. Und dann hat die Geschichte auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Zudem ist der Sprecher Richard Barenberg, gefällt mir unglaublich gut. Ich finde, der vertont das wirklich wieder großartig. Ich lausche ihm gerne und er kann mich auch sehr mitreißen. Mir hat der Sprecher aus der Clifton-Saga vielleicht einen Hauch besser gefallen, aber ich finde, mittlerweile geben sich die beiden nichts mehr, was ich besser oder schlechter finde. Der dritte Teil erscheint ja jetzt im Mai. Da werde ich es mir auf Audible holen, um einfach die ungekürzte Version zu hören, weil ich hoffe, dass es jetzt... Ja, das dritte Teil ist ja Cains Erbe und ich hoffe eben, dass jetzt nicht der Sohn von Cain sozusagen seine Geschichte auch nochmal ab 1930 erzählt, sondern es jetzt hinten raus weitergeht. Ich bin da sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, wie, also ich habe mir auch noch nicht den Klappentext vom dritten durchgelesen, aber ich will mich da halt auch so ungern spoilern. Ich bin da mega, mega gespannt drauf und ich werde das jetzt über Audible hören. Ich habe jetzt extra einen Gutschein aufgehoben und werde da jetzt die ungekürzte Fassung lesen. Einfach um, ja, nichts zu verpassen. Ja, so blöd das klingt, man hat halt doch den Eindruck, dass man in der gekürzten Fassung was verpasst. Hier glaube ich tatsächlich nicht, weil ich hoffe einfach, dass man ein bisschen was vom Anfang weggenommen hat und es so weniger Wiederholungen waren als vielleicht in der echten Fassung. Kann man natürlich schwer sagen, was da fehlt und wie gesagt, ich verstehe auch diese gekürzten Fassungen nicht so richtig, aber es ist halt jetzt so. Aber gut, das ist ja nicht weiter dramatisch. Also es hat schon, Jeffrey Archer hat mich schon in seinem Bann, aber der zweite Teil war um einiges schwächer und nicht so spannend, wie es der erste Teil war. Und insgesamt ist die Reihe für mich auch nicht so rund, wie es die Clifton-Saga ist. Natürlich ist die Reihe aus den 70ern und selbst wenn sie überarbeitet ist, ist natürlich die Clifton-Saga viel neuer. Da liegen halt irgendwie 20, 25 Jahre dazwischen. Und ich bin sehr gespannt. Es gibt ja ab nächsten Jahr, glaube ich, auch eine neue Reihe von ihm. Da bin ich auch sehr gespannt und ich habe ja zum Beispiel auch Berg der Legenden von Jeffrey Archer, was ja so ein Einzelband ist und da gibt es auch noch ein anderes, was ich spannend von ihm finde, so ein Justiz-Thriller. Ich weiß nicht, ob er das kann, wie er das kann, ob er mich da begeistern kann, aber ich möchte natürlich ein bisschen ja, die Vielseitigkeit des Autors dann auch kennenlernen und bin da einfach sehr, sehr neugierig. Das letzte Buch der Woche ist dann Immerwelt, der erste Teil, der Anfang von Gina Showalter. Es ist mein erstes Buch der Autorin, die ja schon bekannt ist mit diesem Alice im Zombieland und noch irgendeine Buchreihe, die ich aber nicht kenne. Der zweite Teil, der Pakt, wird im Januar 19 erscheinen, also relativ lange. Und es wird auch einen dritten Teil geben, da ist aber, glaube ich, selbst das Englische noch nicht heraus. Ja, dieses Buch habe ich bei... über eine Handvoll englischsprachigen Booktubern schon im letzten Jahr gesehen, war total fasziniert von den Rezensionen, von der Geschichte, von dieser geilen, dystopischen Geschichte, die es da auf sich hat und dachte dann, wenn das auf Deutsch rauskommt, musst du es lesen. Ja, ich muss ehrlich sagen, es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Und das finde ich tatsächlich unglaublich schade, weil ich so wollte, dass es mir gefällt. Ja, wir treffen hier auf Tenley und Tenley ist eigentlich eine ganz normal 17-Jährige in ihrer Welt, die sehr merkwürdig funktioniert, denn wir sind hier eben in dieser Immerwelt und wir sind eben am Anfang in unserem Erstleben und in diesem Erstleben muss man sich dafür entscheiden, ob man nach seinem Erstleben Myriad angehört oder Troika und je nachdem, wie man sich entscheidet, geht man dann entweder danach ins Licht oder ins Dunkle. Wobei ich jetzt nicht unbedingt darauf gut und böse schließen möchte, denn beide dieser Welten, ja, Welten, Religionen, Sekten, wie auch immer wir es nennen wollen, haben so ihre Vor- und Nachteile, wie es halt immer auf der Welt ist. Und Tenley kann sich aber nicht entscheiden. Tenley fühlt sich von beiden nicht wirklich überzeugt und wurde von ihren Eltern in eine Art Besserungsanstalt gesteckt,
die schon sehr heftig ist. Das muss ich ehrlich sagen. Also es war sehr brutal, es war sehr derb, es war sehr zermürbend und ich war schon sehr überrascht, zu was Eltern tatsächlich fähig sind, wo sie ihr Kind hinstecken. Denn man kann sich auch entgegen der Familie sozusagen entscheiden. Wenn die Eltern Myriad sind, kann man sich durchaus für die Troika entscheiden. Und dann ist da so ein bisschen wie bei der Bestimmung, dass eben die Gruppe, die Fraktion, das Gewählte eben dicker ist als Blut. Und ja, diese Besserungsanstalt, über die erfahren wir unglaublich viel, über die Wärter, wie da getickt wird, Ausbruchsversuche, dass eben auch immer wieder Vertreter dieser beiden Welten, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben kann, ohne dass ich jetzt vielleicht zu viel spoilern würde, wenn die dann eben ihre Beauftragten schicken, um Tenley, die anderen Jugendlichen, zu überzeugen, und das ist so der Einstieg in die Geschichte. Und wir erleben dann eben auch die Eltern von Tenley, wir erleben so ein bisschen, ja, wie sie zu ihren Mitgefangenen ist, dass da ein Neuer kommt, was so ein bisschen in ihrem Kopf vorgeht. Das ist sehr ich-perspektivisch erzählt, wo ich tatsächlich diesmal das erste Mal, glaube ich, gefühlt denke, dass die Ich-Perspektive in dieser Extremen vielleicht gar nicht das beste Werkzeug war, weil ich den Gedanken von Tenley sehr oft nicht folgen konnte. Ich habe lange nicht verstanden, warum sie so trotzig ist, warum sie so gegen dieses System ist, warum sie sich nicht für irgendwas von beiden entscheiden kann. Ich konnte Tenley lange, lange, lange überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe ihre Beweggründe nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was da vor sich geht und warum und was das mit den Eltern auf sich hat, warum die so sind, wie sie sind. Ich habe auch diese beiden Welten nicht verstanden, ihre Vertreter nicht verstanden. Ich stand irgendwie so in dieser Geschichte und dachte, wo bin ich jetzt eigentlich? Und so ging es mir ganz, ganz lange. Zwischendrin gab es immer mal so einen Wissensblitz, wo ich dachte, okay, ich habe verstanden. Und dann taten sich aber gefühlt wieder 1000 Fragen auf. Und ich bin so von Frage zu Frage zu Frage gestoßen, gestolpert und habe irgendwie, ich habe einfach Tenley nicht greifen können. Ganz anders verhielt es sich mit den Vertretern dieser beiden Welten, die dann eben auf Tenley treffen, auf Kilian und Archer. Und die habe ich wieder sehr gut verstanden. Die mochte ich, da hat man sich so gefühlt, wie wenn man mal an die Hand genommen wird und einem so das irgendwie jetzt mal erklärt wird und warum auch bei Tenley gerade so ein Aufstand gemacht wird, dass sie sich entscheiden muss. Also man spürt schon, dass sie irgendwas Einzigartiges ist und das merkt sie aber scheinbar selbst nicht. Und es war irgendwie nicht rund. Zudem fand ich die Welt einfach sehr merkwürdig und einfach nicht gut erklärt. Wenn ich mit 1000 Fragen zurückbleibe und da kann die Welt noch so ausgeklügelt sein, wenn ich sie nicht verstehe als Leser, und so ging es mir leider einfach sehr, sehr lange, dann bekomme ich auch keinen Bezug zu der Welt. Spannender wurde es für mich wirklich erst so ab der Mitte. Da passiert eben etwas sehr Einschneidendes und dann wurde es für mich wirklich spannend. Dann konnte ich ein bisschen mitfiebern, ein bisschen mitgehen. Ich hatte aber immer noch 100 Fragezeichen zu Tenley. Ich wurde mit dem Mädel einfach nicht warm. Ich konnte sie nicht begreifen. Ich konnte ihre Reaktion nicht begreifen. Ich konnte nicht verstehen, warum sie sich nicht einfach entscheidet. Weil eben einen auch diese Danachleben nur so wenig erklärt wurden, warum es so wichtig ist, sich überhaupt zu entscheiden. Und ich wurde nicht warm mit der Geschichte. Ich fand es teilweise unglaublich langweilig. Ich habe dann auch mal einen Tag gar nicht gelesen in der Geschichte, weil ich dachte, ach, jetzt schon wieder das Buch. Als es aber dann eben diesen Umbruch hatte, wurde es wirklich spannender und auch so, dass man sagt, man möchte weiterlesen. Und ich bin mir leider nicht sicher, ob ich die Reihe weiterverfolgen werde. Mich hat jetzt der erste Band tatsächlich nicht so begeistern können, dass ich weiterlesen würde gerade, aber wie es ja manchmal so ist, es gibt doch ein, zwei Dinge, die ich gerne wüsste, aber vielleicht lasse ich mir die einfach von jemandem, der die Reihe weiterliest, erzählen. Ja, es ist, man weiß nicht, ich habe den Fall jetzt aktuell auch mit einem Jugend-Dystopien-Buch, wo ich so denke, vielleicht ist jetzt auch einfach mal der Pegel erreicht und man hat genug in diesem Genre gelesen. Und ja, welches Buch das war, habt ihr vielleicht schon auf Instagram gesehen oder seht es in der nächsten Bücherwoche. Ach, vielleicht lassen wir es jetzt einfach mal mit den Jugend-Dystopien und lese jetzt einfach mal gescheite Bücher.
sozusagen die, ach, ich weiß auch nicht. Ja, obwohl mich ja Fallende Stadt wirklich total begeistert hat und gefesselt zurückließ, Immerwelt. Ja, es war schon gut. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es wirklich schlecht war, aber Tenley und ich, wir waren halt nicht so, ne? Und wir haben uns nicht so gut verstanden und ja, leider. Ich hätte es gern anders gehabt. Ja, Thema Westworld, um ein bisschen auf Serie zu sprechen zu kommen. Ich habe ja begonnen, die erste Staffel zu rewatchen, bin aber nur bis Folge 3 gekommen und für mich hat sich ja meine Euphorie vom letzten Jahr oder vor, ja, über ein Jahr nicht mehr verständlich zeigen können und ich habe nicht weitergeguckt. Ich habe auch jetzt nicht die zweite Folge der zweiten Staffel geschaut, weil ich so dachte, ich bin so raus und ich hatte bei der ersten Folge der zweiten Staffel 1000 Fragezeichen und für mich hat das alles gefühlt gar keinen Sinn gemacht. Und ich muss erstmal die erste Staffel rewatchen. Mir ist zurzeit aber nicht danach, das muss ich ehrlich sagen. Ganz anders verhält es sich mit einer Netflix-Serie, mit Die Einkreisung, basierend auf einem Buch. Und die gefällt mir tatsächlich ganz gut. Nach den Frankenstein Chronicles haben wir ein ähnliches Setting. Also wir sind hier auch irgendwann 1800 irgendwas oder vielleicht sogar schon Anfang 19. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher und wir verfolgen hier eben ja auch den Mord an besonderen Kindern und das ist schon ein sehr, sehr derbes, brutales und ekliges Thema und ja, treffen hier eben auf einen ja, Psychologen, der das im Grunde aus dieser, also damals gab es noch keine Psychologie, aber die Anfänge und verfolgen diesen, haben dabei eben auch einen Zeichner, einen Journalisten und eben auch eine junge Frau, die als erste Frau überhaupt bei der Polizei arbeitet, zwar nur als Sekretärin des Commissioners, aber immerhin hat sie da Zugriff und diese drei verfolgen wir eben ein bisschen noch mit zwei Gerichtsmedizinern und es ist sehr spannend aufgebaut, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe jetzt glaube ich 5 Folgen gesehen und werde, denke ich, auch die Serie weiter gucken und ja, denke mal, dass ich jetzt dann auch in den nächsten Tagen immer mal eine Folge schauen werde. Ja, es ist halt echt dunkel, es ist brutal, es ist wirklich eklig und ich bin nach wie vor immer froh, wenn ich solche Serien sehe, dass ich zur jetzigen Zeit lebe und ja, mir dieser Dreck, dieser Gestank und ja, diese ja, etwas merkwürdigen Menschen dieser Zeit, die halt nicht anders sein konnten, weil es die Zeit so vorgegeben hat, dass mir die erspart geblieben sind. Das reichen mir die Menschen aus der heutigen Zeit, die, glaube ich, auch sehr viele ich nicht verstehen kann, was wohl dann an mir liegt. Aber ja, eine Serie, die mir gut gefällt. Ich auch schon überlege, ob man vielleicht das Buch dann auch liest. Aber ich denke, ja, wenn einem die Serie gefällt, dann muss man nicht unbedingt das Buch kennen. Also, na, das ist so mein Gedanke dazu. Dann eine kleine Ankündigung. Und zwar starten wir am Montag, den 7. Mai, in einer Stephen King Lesegruppe von Michi Rold. Ja, mit Sarah. Ich glaube, wir lesen 2 Wochen dran, sodass ich dann in Frankfurt, wenn die Kingsianer sozusagen nachts die Buchhandlung unsicher machen mit ihrem Hangout, auch darüber schon berichten kann. Es ist bereits eingeteilt und wie gesagt, wir lesen da jetzt im Grunde 1,5 Wochen dran, von Montag bis Freitag darauf folgender Woche und ich freue mich da auch sehr drauf und bin sehr gespannt auf dieses Büchlein, denn es ist ein Haus, in dem die Albträume lauern. Ja, bin mega, mega gespannt. Ich weiß, dass es Thorsten schon gelesen hat und er sich an nichts mehr gefühlt erinnert und bin einfach gespannt, wie es mir gefallen wird. Ich freue mich auf den Austausch. Die Gruppe findet ihr unten in der Infobox und guckt da einfach mal vorbei, wenn ihr Lust habt, das Buch vielleicht mitzulesen. Ansonsten ist, glaube ich, jetzt habe ich da einen Zettel verloren. Ansonsten ist, glaube ich, nicht allzu viel passiert an Serie, Filme. Ja, ich glaube, Filme ja leider nicht. Ich würde unglaublich gerne im Kino Ready Player One angucken und der Quiet Place. Aber kam halt einfach noch nicht ins Kino. Mal gucken, vielleicht sieht das nächste Woche mal anders aus, wenn dann auch der Feiertag ist. Aber ja, mal gucken. Noch konnte ich nicht ins Kino gehen. Wäre auch dieses lange Sitzen gar nicht möglich gewesen. Jetzt gucke ich mich um. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Nein, ich habe nichts vergessen. Und ich hoffe jetzt auch einfach mal, dass dann auch irgendwann mein Hörbuch zu zweit
zweiten Teil wieder auftaucht. Ich finde das wirklich sehr skurril, wo der sich so befindet, wo ich den wohin gelegt habe nach den Neuzugängen. Aber er wird schon irgendwie auftauchen. Das Haus verliert ja nichts, wie man so schön sagt. Ja, das war es nun von mir. Ich bin natürlich wieder gespannt, was ihr so in der Woche gelesen habt, ob ihr schon eins der Bücher kennt oder auf der Wunschliste habt, die ich gelesen habe, wie ihr vielleicht den Harry Quibert gefunden habt, wenn ihr mitgelesen habt. Würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.